Go Spezial. Die Elektromobilität hat sich in den letzten Jahren auf den heimischen Straßen etabliert. Die wenigsten verdrehen noch die Köpfe, wenn ein lautloses Auto anrollt. Trotzdem, viele Verkehrsteilnehmer sind noch skeptisch. Darum gibt es die E-Mobilität zum Angreifen, gemeinsam mit fachkundiger Beratung im Herzen unserer Hauptstadt. Kundinnen und Kunden können aus einer breiten Modellpalette an Elektrofahrzeugen und einer Vielzahl an innovativen Ladelösungen wählen. Unsere Veranstaltung, die Wiener Elektrotage 2022, geben da einen hervorragenden und tiefgehenden Überblick, gepaart mit einer Fülle an Informationen zum Thema im Sinne eines nachhaltigen und bewussten Lifestyles. Ein großer Teil dieses Lifestyles betrifft die Individualmobilität. Darum bieten die Wiener Elektrotage lokal emissionsfreie Autos in jedem Segment. Audi kommt im Doppelpack. Der Q4 e-tron ist ein Alltagsheld mit typischem Audi-Design, elegant und dynamisch zugleich. Noch dynamischer ist der RS e-tron GT. Der Blickfang mit unfassbaren Fahrdaten ist zu Recht ein Highlight. Der Cupra Born zeigt Dynamik diesseits von Gut und Böse. Trotzdem stellt er seine sportlichen Talente unverhohlen zur Schau. Der Fiat 500e ist die elektrische Neuinterpretation des italienischen Klassikers. Die dritte Generation versprüht ein kaum zu ignorierendes Gefühl von Dolce Vita. Kia bringt gleich zwei Stromer mit. Den sportlichen Crossover EV6 mit seiner innovativen 800-Volt-Akkutechnologie und den taufrischen Niro EV. Der jüngste Spross aus Zuffenhausen ist der Porsche Taycan Sport Turismo. Er fährt und lädt sehr flott und sieht dabei stets spektakulär aus. Volkswagen zeigt das SUV Coupé ID.5 in sportlicher GTX-Aufmachung mit viel Leistung und keckem Dachschwung. Der ID.Buzz im schicken Retro-Kleid und topmodernem Elektroantrieb wird ebenfalls für die Gäste der Wiener Elektrotage bereitstehen. Skoda beehrt die Wiener Elektrotage mit der Coupé-Version seines Elektro-Bestsellers Enyaq iV. Warum das Coupé hier sogar die vernünftigere Wahl ist, können Sie am besten selbst erfahren. Science Fiction bietet der Toyota BZ4X, das erste vollelektrische SUV der Japaner. Dabei beschränken sich die Wiener Elektrotage nicht nur auf Autos. Auch die elektrischen Zweiradfans werden bedient. Der elektrische Roller Seat Mo, der einem konventionellen 125er entspricht und somit auch mit dem B-Führerschein gefahren werden kann, überrascht mit seinem Akkukonzept. Piaggio zeigt den E-Roller Piaggio Uno, der sich in engen Innenstädten besonders wohlfühlt. Wie auch die Vespa Elettrica, die zwar den Charme der Italo-Scooters ausspielt, aber trotzdem flüsterleise durch die Gassen gleiten kann. Zusätzlich am Rathausplatz verschiedenste Lademöglichkeiten. Denn auch Ladeinfrastruktur benötigt fachkundige Beratung. Konzerte, Unterhaltungsshows sowie hochkarätig besetzte Podiumsdiskussionen sind genauso ein Teil der Wiener Elektrotage wie deren musikalische Untermalung. Auch Stani, Frontsänger der Band Alle Achtung, zeigt sich überzeugt von der sauberen Art der Mobilität. Also als Musiker ist es so, dass wir andauernd mit Lautstärke und von Lautstärke umgeben sind. Und da ist es schon cool, wenn es im Auto dann einfach ruhiger ist. Und inzwischen ist es so, dass man eben wie in Salzburg kann man ohne Zwischenstopp durchfahren. Also es rendiert sich wirklich schon. Und darum spielt er mit seiner Band am Donnerstag, dem 16. Juni. Auch das restliche Line-up kann sich mehr als sehen lassen. Die Wiener Elektrotage finden vom 15. bis zum 19. Juni am Wiener Rathausplatz statt. Und neben tollen Autos, viel Beratung und Information bietet das Event ein umfassendes Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie. Unser Tipp also, einfach mal Elektro schauen gehen. Es ist nicht nur schauen, sondern es geht im wahrsten Sinne des Wortes auch die Probefahrt. Man kann sich bei der Veranstaltung dementsprechend für das gewünschte Modell anmelden und kann dann aus der Garage heraus eine entsprechende Spritztour um den Ring oder vielleicht auch sogar ein bisschen weitermachen.